Guten Morgen und herzlich willkommen. Du geliebte, wunderschöne Braut von Jesus Christus. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du jeden gerade jetzt spüren lässt, wie sehr du sie oder ihn liebst. Wie sehr du uns geliebt hast. Wir gehören zu dir. Und wenn wir noch nicht gehören, dann bist du auf der Suche nach uns. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du uns heute Morgen das richtige Frühstück gibst für unsere Seele, für unseren Geist, dass du uns aufrichtest und dass du uns stärkst und ermutigst zu deiner und nur zu deiner Ehre. Wir beten dich an, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich möchte dich heute in das Thema mitnehmen, was ich meinen Augen zu danken habe. Es geht heute um unsere Augen. Ich möchte zu Beginn uns in eine kleine Aufgabe mitnehmen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das lesen wir in Psalm 19, 2 bis 4. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündet das Werk deiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte, unüberhörbar ist ihre Stimme. Ich muss immer wieder, wenn ich morgens mein Fenster öffne, dann sehe ich den Himmel. Und die wunderschöne Natur. Wir haben lebendige Bilder hinter unseren Fenstern. Also sowas von herrlich. Und dann muss ich immer wieder denken, was machen wohl die Menschen, die keine Augen haben oder schlecht sehen? Wie kann man dann hören oder sehen wieder? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Also, wenn die erzählen, wenn wir sehen, die Schöpfung, also mit den Augen aufnehmen, dann können wir hören, wie jedes Blättchen oder jede Wolke sagt, so groß ist mein Schöpfer Gott, so herrlich ist er, er hat alles wunderbar gemacht. Und wir sind so dankbar, besonders in unserer Region, dass wir keine Kataklysmen haben, dass es alles also in göttlicher Ordnung bis jetzt ist. Und wir beten auch weiter, dass Gott uns schützt. Wir beten um Gnade und Barmherzigkeit, weil wir hören und wissen, dass so viele Menschen entweder brennen oder überschwemmt sind oder Erdbeben und so viel Verschiedenes passiert heute in der Welt. Und wir haben es wirklich gut. Ja, heute begegnen wir mit Jesus einem Mann. In Johannes 9, ab Vers 1 möchte ich lesen. Und Jesus ging vorüber, sah einen Mann, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes sichtbar werden. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Eine wunderbare Geschichte. Also ich stelle mich mal auf den Platz von diesem Blindgeborenen und kann es
kann mir vorstellen, wie sehr er sich gesehnt nach der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Die Schöpfung. Und es war ja nicht weit vom Tempel. Und der Blindgeborene, der hat sich bestimmt gesehnt in den Tempel, weil ihm war der Tempel verschlossen. Menschen, die eine Behinderung hatten, die durften nicht in den Tempel hinein. Und deshalb dieser Mann, dieser blindgeborene Mann, Jesus ging nicht einfach so zufällig an ihm vorbei. Ich glaube, dass Jesus ganz gezielt an ihm vorbeiging und wusste, was er tun will. Die Jünger, die sagen, ja, wer hat gesündigt? Ist er schuld oder seine Eltern? Oder welcher Fluch hat ihn getroffen? Ganz ehrlich, sind wir auch nicht so, wenn irgendetwas passiert, dann fragen wir, ja, warum? Warum das oder jenes? Und Jesus verurteilt das gar nicht. Er sagt nicht, wieso fragt ihr so? Er sagt nein, weder er noch seine Eltern. Sondern die Taten Gottes sollen sichtbar werden. Und dann sagt er, verratet er uns auch sein Werk. Er sagt, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Also war er ganz genau an diesem Punkt in dieser Zeit gesandt, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ja, es kam immer wieder mal eine Nacht und wir wissen auch, heute sind wir in einer Zeit, wo wir wissen, das Licht ist noch da, heute durch die Gemeinde Jesu. Weil Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Aber was hätte das Licht der Welt diesem Blinden gebracht? Er kann ja nicht sehen. Und wenn wir eine Parallel führen zu uns. Es gibt ganz viele Menschen, die sehen den Himmel, die sehen die Sterne, die sehen dass die wunderbare Landschaft und die Schöpfung. Und sie glauben nicht an einen Gott. Sie denken, das ist alles von alleine entstanden. Aber ich glaube, diese Menschen, die haben wirklich noch verschlossene Augen. Die können das noch gar nicht sehen. Den Schöpfer meine ich. Der Adam, als er aus Erde gemacht wurde und Gott den Atem hineingeatmet hat, hineingeblasen in seine Nase. Das Erste, was der Adam gesehen hat, als er die Augen aufschlug, das war Gottes Angesicht. Und ich glaube, dass wenn wir den Schöpfer heute nicht sehen können, in einem kleinen Blümchen oder in einer Situation, in einer Führung. Oder es gibt tausende und abertausende von Dingen, an denen wir Gottes Handschrift erkennen. Aber wenn wir das nicht erkennen, dann könnte es sein, dass wir blind sind. Dieser Mann war blind und Jesus sagt, die Taten, die großen Taten Gottes sollen sichtbar werden. Wir schauen mal, wie Jesus das macht. Ich habe da drei Schritte gefunden. Das erste, er spuckte auf die Erde und machte einen Brei. Warum er das wohl gemacht hat? Er hat schon andere Blinde geheilt, aber einen Brei machte er nur mit diesem einen. Die andere wissen wir nicht, ob sie blind geboren waren oder blind geworden sind. Aber hier war offensichtlich und hier steht es auch Blindgeborener. Aus was hat Gott den Menschen geformt? Aus Erde. Und deshalb nimmt Jesus Erde und streicht ihm das auf die Augen. Vielleicht will er uns erinnern und sagt,
Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Schöpfer Gott. Und ich mache das. Das wurde extra, er wurde extra geboren, damit die Werke Gottes offenbar werden und die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Das zweite, er strich den Brei auf die Augen des Blinden. Das war bestimmt nicht so angenehm für diesen Mann. Aber er ließ es geschehen. Wie oft wissen wir nicht, warum passiert in unserem Leben das oder das. Aber Jesus, er ist unmittelbar hier. Wenn wir ihn in unser Leben eingeladen haben, dann ist er hier. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er ist da. Und auch wenn wir nicht verstehen, was er gerade macht, dann dürfen wir ihm vertrauen. Und das dritte, er sagte zu ihm, geh zum Teich Siloah. Das heißt übersetzt, gesandt und wasch dich. Ich glaube, dass es nicht zufällig der Teich Siloah da war, sondern Jesus wollte unbedingt, dass dieser blind geborene Mann in seine Berufung gehen kann. Er sendet ihn und sagt, geh und wasch dich. Und wir sehen auch das Ergebnis. Er ging hin, er wusch sich und er wurde sehend. Er kommt sehend zurück. Und wo geht er hin? Jesus ist nicht mehr da. Er geht direkt in den Tempel, weil der Tempel war früher verschlossen für Menschen wie er. Menschen, die eine Behinderung hatten oder blind waren, die durften nicht hinein. Aber dieser Mann hat sich gefreut, dass er jetzt vollkommen gesund ist und er darf in den wunderschönen Tempel hinein. Und er darf in seine Berufung gehen. Wir lesen im Kapitel weiter, wie dort ein Streit entsteht. Die Pharisäer, die können das überhaupt nicht verstehen. Wieso? Wieso sitzt du nicht an deiner Ecke und bettelst? Du bist sehend. Wer hat das gemacht? Und sie sind ganz streng und sagen, dieser Mann, der ist nicht von Gott. Heute ist doch Sabbat. Man darf nichts tun. Und später der Mann, der sagt dann, der wurde irgendwann ungeduldig und hat gesagt, ich verstehe nicht, was ihr das sagt. Ich soll es nochmal erzählen. Habt ihr es noch nicht verstanden? Einen Brei hat er mir gemacht und hat es auf die Augen gestrichen. Und ich habe mich im Teich Siloah gewaschen und wurde sehend. Und er hat ihnen gesagt, ja, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und so. Diese Männer, die haben ihn verflucht, haben ihn hinausgeschmissen aus dem Tempel. Aber da trifft ihn Jesus wieder. Und das fasziniert mich, dass Jesus da ist, wo wir ihn brauchen. Und gesandt, an den Teich Siloah gesandt, da erkenne ich, also das sind so meine Erkenntnisse, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, um zu senden, um damit wir in unsere Berufung gehen. Dieser blindgeborene Mann konnte blind nicht in seine Berufung gehen. Und wie gesagt, er ist in den Tempel gegangen. Er wollte Gott danken, er wollte jubeln, er wollte schreien. Und Gott ließ es zu. Aber die Pharisäer nicht. Die Pharisäer, die waren böse. Und Jesus sagt später, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden. Und die sehen, blind werden. Ganz knallhart. Wenn wir heute sagen, ich kann doch alles sehen, und wir denken nur im Sichtbaren, dann irren wir uns. Weil sehend sind wir erst dann, wenn wir Gott sehen und wenn wir Gott hören.
Wenn die Geschichten der Bibel lebendig werden, wenn wir uns damit hineingeführt fühlen, wenn wir sehen, wie Gott wirkt in meinem Leben, dann sind wir erweckt. Der Geist ist in uns lebendig. Aber Menschen, die nicht glauben, können uns sagen, ich bin Realist. Was ich sehe, das glaube ich. Ja, das bedeutet blind. Denn das Wort Gottes sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und wenn du heute das zum ersten Mal hörst, vielleicht, dann bitte ich, Vater, öffne diesen Menschen die Augen, öffne uns alle die Augen, dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen in allen unseren Lebenslagen und hilf uns, dass wir dir vertrauen können. Du hast diesen Blinden die Augen geöffnet. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere inneren Augen des Herzens öffnest, dass wir dich hören und dass wir dich sehen. Und wenn wir dich sehen und hören, dann können wir wissen, was du geplant hast. Denn du lässt uns nicht im Dunkeln tappen, sondern du öffnest uns deinen Plan, deinen Willen. Und das wollen wir, damit wir richtig leben, damit wir in unsere Berufung gehen. Ja, ich möchte gerade noch kurz zusammenfassen. Ein erweckter Geist kann Gott sehen und hören. Es ist ganz leicht zu testen, wenn wir Gott um etwas fragen, dann dürfen wir hören, antwortet er. Manchmal müssen wir ein bisschen länger warten, aber Gott sagte einmal zu mir, rufe zu mir, ich werde dir antworten. Und werde dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Das steht in Jeremia 3, 33, Vers 3. Ja, Gott antwortet. Das Zweite. Jesus ist gekommen, um uns mit unserem Schöpfer Gott und Vater zu verbinden. Wenn er nicht gekommen wäre, wenn das Kreuz nicht stehen würde, heute noch, und das Blut nicht frisch wäre in seinen Wunden, dann könnten wir Gott niemals sehen. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Welt mit dem Vater zusammenzuführen, um uns den Vater zu öffnen. Und deshalb, ich habe es sinngemäß gesagt, weil es gerade spontan ist, aber Jesus ist der Weg zum Vater, das Kreuz. Wenn wir Buße tun, wenn wir sagen, Jesus, vergib mir alle meine Schuld, ich bin auch ein Sünder. Alle Menschen sind geboren in Sünde. Auch dieser Blindgeborene war in Sünde, aber in geboren, so wie alle. Wenn ein Kind noch klein ist, ist er unschuldig. Und wenn so ein Kind stirbt, dann ist es ganz sicher bei Jesus. Aber wenn der Mensch schon klar denken kann und entscheiden kann und dann sich entscheidet, Sünde zu tun, das ist dann, ja, die Sünde kommt zum Vorschein. Und so sind wir alle schuldig, ob wir viel gesündigt haben oder ganz wenig. Wir brauchen Vergebung und die Vergebung gibt es bei Jesus. Bist du schon mit ihm verbunden? Kannst du ihn sehen? Kannst du ihn hören? Diese Frage darfst du dir selber beantworten. Ich darf ihn beantworten für mich und das ist mein tiefer Wunsch, Vater im Himmel, dass du uns mit dir verbindest. Lass uns erkennen. Lass uns verstehen, du hast uns Verstand gegeben und du hast uns Erkenntnis gegeben und Weisheit, sodass wir verstehen, was heute dran ist und was du heute noch tust. Wir beten dich an, wir lieben dich, Jesus, und wir danken dir für die Verbindung zum Himmel.
Vater, segne uns heute, segne jeden Einzelnen und lass uns heute deinen Plan wissen. Vielleicht gibt es irgendwo an unserem Wegrand so einen Blinden, der die frohe Botschaft hören muss. Er muss nicht blind bleiben, sondern er darf sehen und er darf in die Herrlichkeit Gottes gehen, in den Tempel, in den wunderschönen Tempel. Und der Tempel ist heute lebendig und besteht aus lebendigen Steinen. Das sind wir. Und er darf in seine Berufung gehen, so wie ich und du. Jeder von uns darf in seine Berufung gehen, in die Berufung Gottes, unseres Herrn. Und darum bitten wir dich, Vater, hilf uns, dass wir unsere Berufung finden. Zu deiner Ehre. Wir beten dich an, wir lieben dich, Herr Jesus. Und wir lieben dich, Vater im Himmel. Und wir lieben dich, Heiliger Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Danke. Amen. Shalom, meine liebe Geschwister. Seid gesegnet für diesen Tag, für diese Woche. Und bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet. Shalom.